Währenddessen sind wir im Game. Hier Kickoff auf jeden Fall erstmal starken Favor für die Donut-Drifters und Helle. Heute Jeber hat da ein bisschen wenig Boost. Kriegt er den Fast Aerial nicht wirklich hin? Oh! Lässt Jeber da auch nochmal stehen. Kann er da nochmal was machen? Bringt den gut hier mit dem Sandwich, würde ich ja fast sagen. Da ans Backboard. Oh, Helle hat vielleicht kurz ein Open Net. Geht ihm für den Wimble. Oh, ich nehme alles zurück. Sah auf jeden Fall vielversprechend aus, hat er glaube ich aber nicht wirklich gleichzeitig alle vier Reifen da mal an die Decke bekommen. Hier, guter 50 von Mocky jetzt hier gegen Quint, der setzt sich durch. Geht es manchmal auch zu einfach, aber es ist eben auch ein Niveau und es ist eine wunderschöne Demo. Und ich weiß nicht, wo Tigre diese Saves hernimmt, aber den kann er doch nicht saven und den saved er auch noch fast. Kann sich nicht entscheiden, aber wer sich entscheiden kann, ist Tigre. Und wer sich hier versucht zu entscheiden, war Quint. Guter Pass. Ausruhen könnte, möchten sie aber nicht, weil Little Pony bringt den Ball hier nach vorne. Mr. Nice Guy im Anschluss und der ist zu gefährlich, da setzen sie sich direkt nochmal durch. Das war vermutlich bisher Red Tiger meiner Meinung nach die beste Offensivchance, die OVGU sich hier herausgespielt hat. Da wird einem so schnell die Hoffnung genommen, was für ein freches Play, auch wirklich einfach insgesamt. Also, Pets jetzt hier, also auch mit Oti ohne Boost. Ich glaube, die Jungs haben wenig Boost auf Seiten der Berg-Gladbacher verfahren jetzt hier trotzdem in der Offensive. Man sieht, der arbeitet ja auch mit wenig Boost und das ist Weltklasse gemacht. Was hat er denn da rausgezaubert? Ja, richtig. Also wie gesagt, Karlsruhe viel am direkten Schießen. Klar, das ist Druck, aber bis jetzt war FADW dem Druck gewachsen und jetzt ist er nicht gewachsen. Also klasse. Arno im ersten, Matteo im zweiten, Pat im dritten und dann nochmal Arno. Keiner mehr da. Da, ich schwinde nicht.